Guten Tag, liebe Musikfreunde. Mein Name ist Matthias Griewisch. Heute möchte ich euch den Bau eines italienischen Cembalos zeigen. Das Instrument folgt Vorlagen aus Neapel im 16. Jahrhundert. Wie wir sehen werden, haben diese Instrumente einige Spezifika, die wir im Norden so nicht finden. Speziell inspiriert wurde ich von dem ältesten spielbaren Cembalo, was in Neapel um 1520, 1530 herum gebaut wurde und jetzt in Vermilion steht. Ich habe mich bemüht, den gesamten Baufortschritt fotografisch zu begleiten, sodass ein komplettes Bild entstehen sollte, von der technischen Zeichnung bis zum fertigen Instrument. Dann schlage ich vor, wir schauen uns das mal an. Ich wünsche interessante Einblicke und viel Spaß. Vielen Dank. So, jetzt beginnen wir mit der Dokumentation des Baues. Zunächst fertigt man sich eine technische Zeichnung an, am besten eine Draufsicht des Instruments sowie eine Schnittzeichnung der Mechanik. Teilungsleisten für die Seitenteilung, Klaviaturteilung und so weiter, Rechenteilung, fertigt man am besten direkt auf Holzleisten an, mit denen man dann während des Baus besser in der Werkstatt hantieren kann als mit losen Zeichnungen. Ja, die Bilder zeige ich in der chronologischen Reihenfolge, wie sie entstanden sind beim Bau. Hier ist es zufällig so, dass ich mit dem Gestell angefangen habe. Es hatte sich so ergeben. Da ist das vorherige Instrument noch gar nicht ganz fertig. Deswegen nicht wundern, in diesem Fall fängt das Instrument mit dem Gestell an. Egal, die Beine sind hier schon lackiert und werden jetzt mit den übrigen Teilen verleimt. Hier sind sie fertig. Da ist heller Schellack drauf und Rubinschellack danach. Dadurch kommt das Nussbaumholz, was wir hier haben, besonders schön zur Geltung. So, jetzt geht's richtig mit dem Instrument los. Hier sehen wir, wie der Unterboden verleimt wird in einem Leimständer. Er ist aus Fichte mit stehenden Jahresringen. Im Norden wäre Pappel typisch, aber hier haben wir einen Fichtenunterboden. Hier wird eine Querleiste vorne an den Unterboden geleimt, damit die Breite halbwegs konstant bleibt. Der Damm wird verleimt. Wir haben hier schon die beiden Dammöffnungen, die vorteilhaft sind für den Klang später. Hier bekommen die beiden Kulissen, auf denen der Stimmstock später sitzt, vorne eine Ebenholzdichte aufgeleimt. Sieht man hier. Hier verleime ich den Blockrechen. Wir haben ja nur einen Rechen, ja, das Instrument hat einen 8-Fuß. Instrumente mit zwei 8-Fuß-Registern gibt es so gut wie nie in Italien im 16. Jahrhundert. Hier wird der Stimmstock gehobelt. Das ist auch Nussbaum. Im Bereich der Wirbel sollte das Holz selbstredend stehende Jahresringe haben. Das ist hier auch der Fall. Der Unterboden ist hier schon zugeschnitten und wird jetzt gehobelt. Alle Holzteile werden in der Hand gehobelt.
die rechten und linken Klaviatur Auflageleisten werden hier schon aufgeleimt. Um dann daran den Damm zu spannen und die Kulissen oben aufzuleimen. Die Kulissen haben ja einen Falz angearbeitet bekommen und den sieht man hier. Und indem ich sie auf die Klaviaturauflageleisten leime, bildet sich eine Nut, in der später der Klaviaturrahmen läuft. Ein typisches Merkmal dieser südlichen Instrumente. Dort sehen wir nochmal diese Nut, wie sie sich dann ergibt. Hier wird jetzt der Rechen eingepasst, was also die seitliche Ausrichtung anlangt. Das muss schon sehr genau geschehen, weil wir den Rechen später nicht mehr bewegen können, weil alles fest verleimt wird. Wir haben ja nur den einen Rechen. Hier nochmal eine Ansicht von vorne. Ja, ein besonderes Feature ist, dass der unterste Springer, also für das große C, in die andere Richtung zupft wie alle anderen Springer. Alle zupfen nach links und der unterste zupft nach rechts. Dadurch komme ich mit der tiefsten Saite etwas weiter weg von der Basswand und habe mehr Platz. So, der Rechen wird hier angeleimt. Hier wird jetzt vorne auch noch eine Klaviaturauflageleiste. Die ganze Klaviatur sitzt später also relativ hoch im Instrument. Und hier hinten werden schon diese Knacken oder Brücken auf den Unterboden geleimt. Hier das Ganze noch von etwas näher. Jetzt wird der Stimmstock, der ist noch nicht aufgeleimt, der ist hier schon abgefälzt und wird jetzt angerissen beim mittleren C, das nehme ich als Referenzlinie, weil diese Linie dann bestimmt, wo die Wirbelbohrungen hinkommen und ja, wie die Saitenlage überhaupt sich dann darstellt. Hier wird der Klaviaturrahmen verleimt. Und da wird er in seine Nuten eingeschoben. Er wird eingepasst, bis er genau saugend dort drin läuft, wie eine Schublade. Der Waagebalken hier, das ist Eiche und hinten die Leiste auch. Warum? Weil in diesen beiden Leisten später Stifte sitzen und dann sitzen die fest und sicher, wenn das Holz Eiche ist. Der Stimmstocksteg wird aufgeleimt. Er hat einen markanten, ziemlich scharfen Knick in der Mitte und deswegen wird er in zwei Teilen aufgeleimt. Hier sieht man die Gärung. Das Stück ist noch lose. Das wird gerade geleimt. Der Steg sitzt fest drauf, sodass der Stimmstock jetzt eingeleimt werden kann. Das sieht man hier. Im hinteren Teil des Instruments wird gleichzeitig, also danach, der Liner ringsherum angeleimt, auf den dann später der Resonanzboden zu liegen kommt. Hier nochmal eine nähere Ansicht vom Schwanzende des Instruments.
Der Liner oder das Resonanzbodenlager wird hier gerade aufgeleimt, ringsum. Auch Nussbaum übrigens. Hier die Diskantecke zeigt die Situation, wie sie sich darstellt während dieses Leimvorganges. So, alle Zwingen sind wieder ab am nächsten Tag. Und dann heißt es, die Oberkante des Liners abzurichten, dass sie schön horizontal ist. Das wird mit diesem Richtscheit kontrolliert. Ja. Im Nebenraum wird mittlerweile der Resonanzboden verleimt. Das sieht man hier. Er besteht auch aus Fichte, feinjährige Bergfichte mit stehenden Jahresringen, wie es üblich war im Süden. Im Norden war Zypresse das Standardmaterial, aber nicht in Neapel. Hier wird der Damm ausgestochen und ausgehobelt, um dem Resonanzboden ein freies, freischwingendes Diskantfeld zu geben. Jetzt wird das Instrument ringsum abgerichtet, an der Hohlwand dann auch mit einer Raspel, die sieht man hier, eine spezielle französische Raspel mit zwei Griffen, die quer zur Längsrichtung geschlagen ist. Die Hiebe sind also quer gesetzt, anders als bei normalen Raspeln, sodass sie in der Richtung, die jetzt die Handgriffe auch suggerieren, wunderbar für diesen Zweck verwendet werden kann. Wenn ich mich soweit klar ausgedrückt habe. Der Resonanzboden wird hier angespannt ans Instrument, um ihn von unten anreißen zu können, gemäß des Umrisses des Instruments. Hier ist er auf seine Form geschnitten und wird mal aufgelegt. So stellt sich das Instrument von der Unterseite her betrachtet dar. Hier sind noch offene Bohrungen für die eckigen Holzdübel, die später den Damm sichern. Hier eine Ansicht von oben. Nochmal eine Liner auf Gehrung geschnitten hier und da. So, da werden jetzt schon die Zargen handgehobelt. Das sind ja Ahornzargen. Ahorn ist das typische Material für die Gehäuse dort. Ein Karl-Holti-Hobel. Sehr gut dafür. Die Bandzeit wird mit Hitze gebogen. Ja, das ist hier eine elektrische, flexible Heizplatte, die auf eine einfache Form gelegt ist und dann lässt sich das Holz wunderbar biegen. Die Namenswand wird auch schon vorbereitet mit dem nach innen gekehrten Profil. Ja, das ist alles ein Stück Holz. Und da hobel ich anscheinend gerade dieses innere Teil mit diesem ganz besonders schlanken Hobel von Bill Carter. Ist der. Hinten sieht man die gebogene Wand stehen. Hier sieht man, wie eine Aufdopplung auf die lange Wand, auf die lange linke Wand geleimt wird. Vorne ist die Zarge halt aufgedoppelt, das heißt verstärkt, einfach, dass sie stabiler wird im Klaviaturbereich.
Die Namenswand bekommt rechts und links noch solche Querhölzer eingepasst, dass dann dieses eingearbeitete Profil schön als Innenkassette ringsherum läuft. Das wird hier gerade verputzt. So sieht das dann aus. So ist es eigentlich fertig. Auch noch mit der Ziehklinge verputzt. Nur die Länge stimmt noch nicht ganz. Im Hintergrund sieht man die kurze Wand, die rechte Wand, die auch schon ihre Vorderaufdopplung erhalten hat. Hier. Alles Ahorn. Das Instrument wird entsprechend vorne abgesetzt, sodass diese Zagenverstärkung hier genau hineinpasst. Diese Kante wird kontrolliert und beigearbeitet, sodass die geschnitzte Klaviaturbacke, die da später hineinkommt, genau passt. Hier sieht man es schon mal, die ist nur raufgelegt. Es muss ja alles auch von der Stärke her und vom Winkel her später stimmen. Es wird aber erst später geleimt, damit es während des Baus nicht im Wege ist. So, das ist die Bassseite des Instruments. Alles ist abgerichtet, alles ist schön bündig und eben. Eine schöne Fläche, sodass dieses Gerippe bereit ist, auf die Zarge aufgeleimt zu werden. Hier wartet die lange Zarge schon auf eine Verleimdiele. Und da wird dann hochkant das Instrument aufgestellt und festgeleimt. Das sehen wir hier. Nochmal eine nähere Ansicht. Also man sieht viele Zwingen oben und unten und vorne und hinten, aber geleimt wird diese lange Wand und sonst nichts. Das ist der nächste Schritt schon. Am nächsten Tag wird die Schwanzwand angeleimt, hier, und die kurze Wand, hier. Während das trocknet, wird der Steg gebogen und die Krümmung des Steges wird hier auf der Zeichnung kontrolliert. Das sieht ganz gut aus. Dann heißt es, die Stegenden schnitzen. Da kommen so Schnecken angeschnitzt, ist so üblich. Im Bass hat ja der Steg einen Knick. Irgendwann muss man die schöne pythagoreische Mensur verlassen und kompromisshaft die Saiten verkürzen. Das bleibt nicht aus. Dort haben wir den Stegknick und der wird mit Nut und Feder gesichert. Da wird das verleimt, da sehen wir es. Der Klaviaturrahmen bekommt vorne auch ein Profil. Er wird ja von vorne eingeschoben, wie vorhin schon gezeigt, ist also auch beim fertigen Instrument sichtbar und deswegen macht man an der Vorderkante des Rahmens eine Profilkassette. So, die Schwanzwand wird hier bündig gehobelt, in diesem spitzen Winkel, um dann bereit zu sein für das Anleimen der Hohlwand. Hier nochmal die gleiche Situation von der anderen Seite. Hier schöne Hirnholzspäne, das ist alles Hirnholz, gell?
Diskantecke, da ist ja die kurze Wand, haben wir ja aufgeleimt, hier. Die wird auch bündig gehobelt, und zwar, weil wir hier eine Krümmung haben. Ja, hier kommt ja die Hohlwand dran. Brauchen wir also auch einen Hobel, der über die Sohle quer rüber gesehen leicht rund ist. Das ist hier zu sehen, und der hobelt dann die Zarge minimal hohl hier. Nicht gerade, sondern hohl. Da sieht man nochmal den Hobel. Kann man nicht kaufen, habe ich selber gemacht. Und da sieht man, dass diese Krümmung schön übergeht in die Zarge. Hier auch. Hier sieht man auch übrigens, dass die Zargen nach unten überstehen. Ganz typisch in die Apel. Da wird an diesem wunderschönen Shooting Board ein kleines Profilstückchen gehobelt. Das ist das Teil, um das es geht, hier. Da sehen wir es wieder. Das ist ein Stück von dieser genannten Kassette an der Vorderkante des Klaviaturrahmens. Hier wird es festgeleimt. Ja, so stellt sich das dann dar. Klaviaturraum ist hier mal eingeschoben, um zu gucken, ob alles stimmt, ob der vorne bündig ist. Steht hier noch ein Härchen vor, das wird dann noch korrigiert. Und später kommt dann dieses Profil, diese Profilleiste hier rangeleimt, und sie endet mit der Oberkante genau dort, wo der Klaviaturraum anfängt. Die Namenswand ist hier auch schon eingeschoben, die bleibt dann lose bis zum Schluss. Kann man also später auch noch rausnehmen nach oben. Ja. So, hier wird der Resonanzboden gehobelt. Hier ist ein Dickenmessgerät zur Kontrolle. Dann wird das Loch für die Rosette eingeschnitten. In diesem Teil eine zweiteilige Rosette. Unterteil von hinten, also von innen angeleimt, sollte ich sagen. Und das später von oben. So, mittlerweile wird hier dann die Hohlwand angeleimt, wie man sieht. Nahaufnahme. Alles muss schön anliegen. Schwanzende. Und der Resonanzboden war mittlerweile fertig gehobelt und wird dann geleimwässert, damit der Steg später besser leimt, wird ja alles mit Hautleim geleimt. Und nach dem Leimwässern wird der Halter an der Decke aufgehängt zum Trocknen. Man sieht hier den schrägen Faserverlauf. Paul Klee guckt auch zu, oder besser gesagt, eine von ihm gemalte Dame. Ist natürlich nur ein Druck. So, hier wird das Schwanzende des Gehäuses verputzt, wie wir sagen, also auf gut Deutsch bündig gehobelt. Hier. Das ist wieder ein Hobel von Bill Carter. Und das ist ja ein ganz spitzer Winkel, sodass es am Ende, wo es ganz dünn wird, richtig durchscheinend ist, wenn die Sonne von hinten kommt. Also im Gegenlicht sah das dann so aus. Deswegen habe ich das mal geknipst. Die Oberkanten der Zargen müssen auch gehobelt werden, natürlich. Also wenn man die anleimt, stimmt ja nicht sofort alles. Ja.
Die geraden Zargen kann man schon ziemlich scharf am Endmaß anleimen. Aber bei der Hohlwand habe ich mich das noch nie getraut. Die ist normalerweise, wenn man sie anleimt, einiges zu hoch. Nach oben und nach unten auch, also einiges breiter, als er am Ende sein soll. Das wird dann, wenn alles verleimt ist, beigehobelt wieder. Das ist hier Norris Panel Plane A1. Das ist natürlich der Rolls-Royce unter den Hobeln. Hier wird dann der Resonanzboden, der mittlerweile wieder trocken ist, eingepasst. Er hatte ja im Grunde schon seine richtige Form, aber wenn dann die ganzen Zargen angeleimt sind mit vielen Zwingen und alles sich wieder entspannt hat, haben wir doch eine geringfügig andere Form als beim völlig frei dastehenden Gerippe. Also passt man ihn nochmal ganz genau ein. Das geschieht hier mit diesen beiden schönen Hobeln. Da steht er auf der Heizung. Im Sommer stelle ich ihn sogar in die knalle Sonne. Es war aber im Winter, als ich das gebaut habe. Da ist zwar jetzt auch Sonne, aber naja, wahrscheinlich war die nicht sehr lange zu sehen, die Sonne. Auf jeden Fall hier steht er auf der Heizung, um richtig darzutrocknen, sodass ich später keine Probleme habe mit Rissen. Hier wird der Steg aufgeleimt mit diesen sogenannten Go-Bars. Das Ganze nennt man ein Go-Bar-Deck oder auch Schreinerhimmel. Eine sehr gute Erfindung, uralt. Diese Holzleisten dienen als Spannleisten und werden zwischen den Himmel und diese sehr stabile Arbeitsplatte gespannt. Und dadurch drücken sie den Steg, pressen ihn runter. Sehr gut. Dann nochmal eine Nahaufnahme. Auch die Schnecke will natürlich gut geleimt sein. Da ist eine Lederrolle und der wird dann gerade mit einer Holzzwinge etwas gepresst, sodass es auch hier, wo keine Zwinge mehr hinkommt, gut anliegt. Ja, nur eine dichte Leimung ist eine gute Leimung. Wir wollen keine Leimschicht zwischen den beiden Hölzern, die wir verleimen, sondern wir wollen, dass die Hölzer dicht an dicht anliegen und der Leim dann durch die Poren der Hölzer die Verbindung hält. Nochmal eine Ansicht des Stegendes, geschnitzte Schnecke, Lederrolle, Nut und Feder für die Ecke. Und hier übrigens, das sind so Zulagenklötze, dass diese Go-Bars nicht den Steg vermackeln. Die haben sozusagen ein Konterprofil zu dem Profil des Steges, sodass sie genau darauf passen und der Steg schön unverdrückt bleibt. Hier sieht man die Situation. So, die Rosette wird ausgerichtet, dass sie schön winklig ist und die Achse der Rosette quasi parallel zur langen Wand läuft. Die Vorderkante von den Kulissen und den Zargen und allem wird hier bündig gehobelt. Mit einem, das ist hier ein Veritas-Hobel, mit einem ganz flach liegenden Eisen. Das braucht man, weil alles hier Hirnholz ist. Ja? Die Zarge, die Aufdoppelung, die Kulisse, hier die Klaviaturauflageleiste, alles Hirnholz. Und das kann man am besten mit einem super scharfen, flach liegenden Eisen hobeln. Hier dann die Situation mit eingeschobenem Klaviaturrahmen, der ist dann hier genau bündig mit dieser sogenannten Kulisse oder Klaviaturbacke. Das ist hier halt
ein Stück. Die Backe geht hier durch bis hinten zum Damm. Gell? So, die Unterkante der Zargen muss auch noch beigehobelt werden. Die Zargen stehen ja über den Unterboden, wie vorhin schon angedeutet. Ich muss direkt mal sehen. 8,1 mm. Aha, meinetwegen. Also, egal, 5 bis 8 mm oder so, steht die hier über. Das ist eben auch am Anfang noch mehr und ungleich und schief und so. Das wird dann genau angerissen mit einem Hölzchen und dann bis dahin gehobelt. Hier sieht man es. Der halbe Riss bleibt stehen. Da haben wir eigentlich dasselbe. Wurde anscheinend hier noch was gehobelt. Und da sind auch die Holzdübel, die genannten, eingeschlagen mit Leim. So, auf der Rückseite bekommt der Resonanzboden noch seine Rippen, sowie den unteren Teil der Rosette. Das wird auch wieder im Goba-Deck gemacht. Und so sieht das dann aus, das ganze Instrument von unten, soweit. Das ist eigentlich nichts weiter. Das sind so Klötze, mit denen reiß ich an die Distanz zwischen Leiner und Oberkante Zarge. Das sind verschiedene von verschiedenen Instrumenten. Hier werden die Rippen abgestochen. Abgestochen heißt, die Enden werden hier so runtergestochen. Ja, wenn ich sie aufleime, ist das ja noch eine eckige, klobige Sache. Aber dann wird das hier so fischförmig, fließend runtergenommen, weggenommen mit einem langen Stecheisen und dann mit Hobeln. Der obere Teil der Rosette wird aufgeleimt. Die Dübel unten beim Unterboden werden beigeschnitten, bündig geschnitten. Und dann wird der Unterboden geleimwässert. Hier sieht man das Leimwasser. Also Leimwasser im Sinne von sehr, sehr stark verdünnter Hautleim. So, dann heißt es meterweise viele, viele Meter Profile fertigen. Erstmal fräsen eben und dann hobeln hier. Das ist nur ein kleiner Teil der Profile, die wir noch brauchen werden. Und da beginnt es mit dem Anleimen der Außenprofile. An der oberen Kante und hier an der unteren Kante. Wenn man die Profile anleimt, brauchen wir wieder so eine Art Gegenprofil. Das sieht man hier. Damit auch wirklich alles gepresst wird, ja, und die Profile schön anliegen zum Leimen. So ist der Resonanzboden fertiggestellt. Im Hintergrund übrigens ein Bild von Art van der Neer, ja, zumindest aus seinem Umkreis, 17. Jahrhundert. Hier ist der Leimvorgang immer noch im Gange. Da sieht man die Seite, an der sich die Zwingen sozusagen abstützen. Ist alles immer ein bisschen unangenehm zu machen, weil halt das hier so rundherum geht. Hier nochmal die Oberseite. Dann geht es weiter
Hier werden die Profile genauso oben und unten an der Hohlwand geleimt. Ach ja, hier vorne ist eine Zackenleiste angenagelt. Dann denkt man, ja gut, da hat man ja Nagellöcher im Instrument, das will man nicht, aber das macht nichts, weil da kommt ja dann am Ende auch wieder eine Profilleiste rauf. Das haben wir früher auch so gemacht. Wir haben Röntgenaufnahmen von Instrumenten, wo man jede Menge Nägel im Innern sieht. Das ist, glaube ich, nur ein Blick zurück. Das sind schon alle Lampen aus, sozusagen nach Feierabend irgendwann um 10 oder so. Und habe ich mich nochmal umgedreht. Hier sind die Zwingen noch dran. Also bei allen Leimungen, die unter einer gewissen Spannung stehen, also so wie hier bei so einer Biegung, da lässt man die Zwingen am besten über Nacht dran. So, hier wird die Zarge noch aufs genaue Maß gebracht, abgestochen, sodass sie genau bündig zu der Namenswand ist. Hier ist die Namenswand und da soll die Zarge schön bündig sein. Das ist hier auch der Fall jetzt. Und da wird es abgestochen. So, weiter mit Profilen. Profile an der kurzen Wand. Oben und unten wieder. Und dann endlich auch vorne das Profil hier. Kommt man ein bisschen dumm ran, aber es geht. Ja. So, die Namenswand bekommt auch ihre Profile. Alles übrigens sehr feingliedrige, filigrane Profile, für die ich ein Messer habe, was originalen Vorlagen folgt. Da sieht man es nochmal schön. Das ist die Schwanzecke sozusagen. Ecke, Schwanzwand, lange Wand. Da entsteht durch den spitzen Winkel natürlich eine sehr scharfe Kante. Die wollen wir auch scharfkantig lassen, aber minimal muss man doch die Kanten brechen. Allein schon wegen der Verletzungsgefahr. Also das wird hier minimal gebrochen. Aber nicht vernudelt. So sieht das dann aus. So, hier sieht man den Resonanzboden wahrscheinlich noch ein letztes Mal. Er könnte jetzt jedenfalls eingeleimt werden eigentlich. Und ja, die Innenkonstruktion des Instruments sieht man auch ein letztes Mal. Die üblichen Dreiecke der italienischen Cembali und hier wechseln die sich mit den durchgehenden Knacken ab. Hier so ein Dammdreieck, hier der besagte scharfe Knick des Stimmstocksteges. Da ist ein ziemlicher Ast, aber das macht natürlich nichts, das ist gerade schön, dachte ich, weil die Wirbel sitzen hier, die Wirbel sitzen astrein im sehr qualitativ hochwertigem Holz, dann darf hier auch mal so eine optische Sensation sein. Blick ins Instrument. Ah, ist auch noch signiert. Das habe ich also kurz vor Weihnachten gebaut. Weihnachten 2020, das war Nummer 177, wenn ich es richtig sehe. Ja. Hier wird schon mal eine Trockenleimung, wie wir sagen, gemacht. Also der Resonanzboden mit all seinen Zulagen und so weiter reingelegt, um einfach zu gucken, ob alles parat liegt. Und ob alles stimmt, ob ich genug Zulagen hier ringsum habe, das ist eine extra
so eine Art Ausleger, dass hier auch nochmal gepresst wird. Hier sind Brettchen, wozu die sind, sehen wir gleich. Ja, alles muss parat liegen und stimmen, weil wenn es dann wirklich ans Leimen geht, muss es sehr schnell gehen, weil der Hautleim doch sehr schnell geliert. Und dann ist schlecht. Er soll also flüssig sein, wenn man die Hölzer aneinander presst. So, Resonanzboden ist auch noch signiert. Da steht schon der Leim bereit. Und jetzt wird der Resonanzboden eingeleimt. Das ist immer ein besonderer Tag für uns, weil im Grunde natürlich damit die klangliche Identität des Instruments definiert ist. Ja, später kann man noch ein bisschen mit den Saiten rummachen, mit der Intonation und so weiter, aber eigentlich ist jetzt in dem Moment, wo der Resonanzboden, so wie er nun mal gehobelt ist, eingeleimt ist, ist der Klang definiert. Meiner Meinung nach. Ja, hier, deswegen lagen hier die Hölzer, weil ich ja hier mit diesen recht schweren, schweren Zwingen, die sehr weit auskragen, wegen der perspektivischen Verkürzung sieht man es hier gar nicht so, aber die haben, glaube ich, eine Auskragung von 40 cm oder so, oder mindestens 30, damit die mir hier vorne nicht alles verdrücken, ja. Die muss ich verwenden, weil halt der Rechen festgeleimt ist. Ich habe keinen Rechenspalt hier. Sonst könnte ich es elegant mit kleinen Zwingen leimen. Aber ich muss hier über den Stimmschock rübergreifen, um den Resonanzboden einzuleimen. Da sieht man es nochmal. So, weiter geht's. Da werden Obertasten gemacht aus massivem Ebenholz. Also wenn man berufsmäßig Cembali baut, dann schneidet man Obertasten natürlich nicht nur für ein Instrument zu, sondern richtet gleich einige Dutzend für einige Instrumente wenigstens. Hier sind etliche kurze Klötze zu sehen. Die sind für Instrumente mit gebrochenen Obertasten da, von denen ich auch noch einige baue in der Zukunft. Unser Instrument hier hat zwei gebrochene Obertasten im Bass, aber ansonsten keine. So, jetzt geht's innen mit Profilen weiter. Hier rings um den Resonanzboden laufen wir dann auch feingliedrige Profile. Hier wird das erste geleimt. Da das zweite. Das ist nur ein Probestück, um zu gucken, ob hier die Gärung stimmt. Und dann kommt später hier das lange gebogene Stück ran. Natürlich. Das gebogene Stück wird hier mit Heißluft auf einer Pressspanplatte gebogen, einfach nach einem Riss entlang. Und dann wird es auch angeleimt. Hier ist der Fortgang der Arbeit zu sehen. So, alle Profile sind rum, hier um den Stimmstock auch. Überall, so dass man das Instrument jetzt anreißen kann. Anreißen im Sinne von, wir definieren jetzt ganz genau die Lage der Stegstifte, so dass die Saiten am Ende in der richtigen Entfernung von den Springern zu liegen kommen. Wir können ja hier nichts mehr verstellen. Das ist eins der im Anfang genannten Holzstellmaße, falls ich es genannt habe.
das auf jeden Fall die entsprechende Seitenteilung hier enthält. Da kann ich mich hier mit dem Stift von Loch zu Loch tasten und unten im Steg entsprechend markieren, wo die Stifte hinkommen. Und hier, das ist 13 Grad Anhangschräge. Mit diesem Holz kann ich dann auch noch in einem Aufwasch die Anhangstifte anreißen. Sehr schöne Sache. So, alles ist angerissen. Die Hinterkante oder die, ich sollte sagen, die hintere Oberkante des Steges wird gehobelt hier. Mit verschiedenen lustigen Hobeln. Und hier wird kontrolliert, ob die Schräge gut ist. So. Das wird die Klaviaturtafel. Die wird da gerade verleimt aus vier Lindenbrettern. Hier wird mit einer Probeschnur nochmal gecheckt, ob alles gut ist. Das ist mit dem Stellmaß angerissen, die Beinbohrung. Und hier vorne wird so angerissen, dass hier im rechten Bereich alles ganz genau stimmt. Das sieht man hier. Da kommt dann der Stegstift hin. Hier sieht man das Brettchen für den Dockenleistenträger. Eine Art Verstärkung der Zargen. Der springt 7 mm, deswegen ist hier so ein Hölzchen. Lass mal sehen. Was ist da? Ah ja. 7 mm von der Oberkante zurück. Das brauchen wir später, damit das mit den Profilen alles so hinhaut, wie ich es mir wünsche. Und das ist nur eine Zulage. Über die Zulage wird das Brettchen später runtergepresst und mit der Zulage wird es an die Wand gepresst. Beim Leimen. Das sehen wir hier. So, die unteren Profile hatten wir fertig. Jetzt kommen wir innen oben auch noch Profile. Sehen wir hier. Das erste wird hier angeleimt, da liegen schon weitere, hier liegt schon ein gebogenes. Alles wird vorgebogen, da die Zulage dafür auch schon vorgebogen. Hier nochmal die Schwanzecke. Das sind ja dann nur 17 Grad, die Gärung. Ja, also die Schwanzspitze hat 34 Grad, also ist die Gärung 17 Grad. Und da kommt man gar nicht mehr ran mit der Zwinge, deswegen habe ich mir hier so beholfen, dass ich mit dieser Zwinge hier ein Stück Profil in die Ecke ziehe, hier hineinziehe und dadurch habe ich auch Druck auf diese Leiste hier, die ich leimen will. Die Leiste hier will ich leimen. So, Hohlwand wird gerade geleimt, kurze Wand auch. Also die Profile. An der Hohlwand und an der kurzen Wand. Und da geht gerade der Uhrenbeweger an, deswegen brummt es so komisch. Ja. Hier nochmal eine Ansicht von hinten. So, jetzt haben wir hier eins der genannten eine der genannten Holzleisten für den Werkstattgebrauch. Da ist die Klaviaturteilung aufgerissen auf der Leiste. Das sieht man hier nicht, ist aber trotzdem so. Und das ist mein Master sozusagen für die Klaviatur. Und das wird hier übertragen. Das ist die Klaviaturtafel, aus der am Ende die Tasten entstehen. Und die Masterteilung wird hier mit dem Geodreieck aufs Holz übertragen. Ähnlich
hinten, das ist die Rechenteilung. Die muss nicht unbedingt was zu tun haben mit der Klaviaturteilung vorne. Die wird also auch aufgerissen mit dem Master für die Rechenteilung. Ja. Hier sieht man übrigens auch, da ist die Klaviatur schon aufgenagelt auf den Rahmen. Hier ist ein Nagel und da ist ein Nagel. Genau in der richtigen Position. Und das macht man, weil man dann in einem späteren Schritt beides zusammen verbohren will. Rahmen und Tafel wird von oben in einem Schritt zusammen verbohrt. Dadurch wird garantiert, wenn dann die Tasten einzeln ausgeschnitten sind, dass es insgesamt gesehen wieder eine Fläche ergibt. Hier wird die Klaviatur hinten eingeschlitzt für die Führungsstifte. Und hier erfolgt jetzt das genannte Verbohren. Dann werden die Tasten belegt mit Buchsbaumholz in diesem Fall, das typische Belagholz für Italiener. Vorne stärker, 4 mm und hinten 2 mm später. Das sind also die Tastenköpfe und die Schwänze kommen danach. So, während das leimt, geht es hier weiter. Das Innenprofil hier braucht ja auch eine Gärung für die Namenswand, für den Vorstecker. Ja. Das wird hier angestochen, wenn ein scharfes Stecheisen hat, was auch auf der Spiegelseite total plan ist, wie es immer sein sollte. Dann kann man das hier mit dieser Zulage, 45 Grad Zulage, wunderbar abstechen, bis es passt. Da soll es am Ende zupassen zu dem Profil. So, hier sind wir auch schon fertig. Das haben wir vorhin gesehen, wie das angeleimt wird. Da sind jetzt die Profile. Und jetzt sieht man auch, warum es genau 7 mm zurückspringen sollte, damit nämlich hier das flache Teil des Profils schön durchgeht. Und der profilierte Teil des Profils wird hier dann nochmal auf Gärung geschnitten und runtergeführt. Alles ziemlich viel Arbeit, aber der Mensch freut sich. Das menschliche Auge freut sich. So, jetzt haben wir also an der Oberkante drei Schichten Holz. Innenprofil, dann die Zarge und das Außenprofil. Und da kann es natürlich sein, dass irgendwo im Verlauf dieser ganzen Meter die Faserrichtung mal nicht stimmt. Das heißt, bei einem Stück des Holzes geht es ja nach rechts, beim anderen nach links. Und deswegen, aber ich muss ja jetzt alles oben bündig hobeln. Und da habe ich hier einen Hobel mit sehr steil stehendem Eisen, sodass auch solche unangenehmen Faserverläufe gut gemeistert werden können und am Ende wie eine schöne glatte Fläche erzielen. Dass das hier der Fall ist, sieht man auch schon an dem Span, denke ich. Das ist eigentlich sehr schön. Ja, etwas unscharf. Das Richtscheit dient mir wieder zur Kontrolle, dass diese Fläche oben nicht nach innen oder nach außen abfällt, sondern horizontal verläuft. Hier wird jetzt überstehender, rausgequollener Leim wieder weggenommen, wird wieder angeweicht mit Wasser. Und dann mit einem Stecheisen abgeschabt und mit einem Schwamm versäubert. Deswegen steht das Instrument so hochkant hier, weil es in der Position komme ich da einfach am besten ran.
Klaviatur wird parallel weitergemacht. Da werden die Tastenköpfe, also sozusagen die Vorderkante der Klaviatur, die Vorderkante wird gehobelt, bis sie schnurgerade ist und rechts und links gleich viel übersteht. Da kommt dann noch eine Pergamentfront drauf, weil wir brauchen hier einen kleinen Überstand noch. So, hier werden die Tastenschwänze gehobelt, beziehungsweise das Hirnende. Wird gerade nochmal winklig gehobelt, dass es schön ohne Fuge an die Tastenköpfe passt. Wieder in dem Shooting Board von Stanley. Hier wird die Breite der Tastenschwänze gehobelt. Die werden also schon grob an der Kreissäge zugeschnitten und dann aber mit so einem umgedreht in die Vorderzange eingespannten Blockplane dann aufs Endmaß gehobelt. Ein Stück Kernseife dient mir dazu, den Hobel gut gleitfähig zu halten. Dann ist das ein angenehmes Arbeiten. So, hier sieht man schon mal aufgelegt, noch nicht geleimt, die Tastenschwänze. Und dort, wo später die Obertasten hinkommen, sind hier solche Abstandshalter aufgenagelt. Ja, die Tastenschwänze füllen sozusagen die Luft zwischen diesen Abstandhaltern auf. Und wenn ich die dann wieder rausnehme, dann habe ich überall einen konstanten Zwischenraum, konstante Luft für die Obertasten. Da werden die Tastenschwänze geleimt. So, hier, das ist, glaube ich, da haben wir einfach mal probiert, welche Zierbacke, könnte man sagen, nehmen wir. Die aus Naturahorn, ja, das handgeschnitzt, oder die vergoldete, genau. Das ist nur raufgelegt, ist noch nicht geleimt. Wir haben uns dann letztlich doch für die Naturholzbacke entschieden. So. Hier wird jetzt die eigentliche Dockenleistenträgerhalterung angeleimt, wenn ich so nennen darf. Das ist ja auch anders als im Norden. Bei diesen Instrumenten hat die Dockenleiste hier so einen Nut und wird darüber geschoben. Ja. Die Chamberlin Venedig, da war die Nut in dem Dockenleistenträger, der noch so Schnecken hatte und so weiter. Aber hier ist die Nut in der Dockenleiste. Ja, die Nut wird dann hier noch ein bisschen abgesetzt, damit sie auch einen Stopp findet. Also nicht ganz durchrutscht, sondern wenn man sie dann einführt auf ihre Träger, dass sie einen definierten Stopp hat, wo sie dann genau richtig sitzt und parallel zum Rechen. Ja, diese Innenprofile sind schon dran hier. Es ist ja alles ein Stück, ja, die sind nicht später aufgeleimt, sondern die sind aus dem Holz gearbeitet. Und rechts und links brauchen wir aber noch so eine Querverbindung. Das muss man ja doch aus einem extra Stück machen. Und das wird hier gerade eingepasst. Etwas fummelig, aber es geht. Da sehen wir es. So stellt sich das denn dar. Die Dockenleiste von oben. Mittlerweile sind die Buchsbaumbeläge trocken und werden verputzt. Hier haben wir wieder Norris-Hobel. Norris A5, London. Toll. Super enges Maul,
Naja. Dann werden so Zierrillen reingearbeitet in den Belag. Hier diese beiden im Abstand von 5 mm. Das mache ich einfach mit meinem Streichmaß. Das hat so ein entsprechend ausgeformtes Eisen hier vorne. Und dann, wenn man die hier reinzieht, die Zierrillen, dann hat man natürlich wieder einen leichten Grat, der nach oben übersteht. Der wird dann mit der Ziehklinge wieder weggenommen. Man sieht schon, es spiegelt hier richtig. Also es ist ziemlich glatt. So, da haben wir die Dockenleiste auf ihrem Halter. Da kann man sich, glaube ich, jetzt auch vorstellen, was ich meinte mit Stopp und Begrenzung und so weiter. Hier ist der Halter ein bisschen dicker. Das läuft dann da rein und wenn die Dockenleiste hier ist, hält sie an. So, jetzt wird diese geschnitzte Klaviaturbacke auf ihr endgültiges Maß gebracht. Ja, man muss da am Winkel vielleicht noch ein bisschen korrigieren, so wie hier. Und dann wird sie angeleimt, also beide werden angeleimt, rechts und links. Klaviatur war ja soweit fertig verputzt. Dann kann man sie aufschneiden. Das sehen wir hier mal von nahem. Ja, erst macht man am besten so Blöcke C bis E und F bis H. C bis E, F bis H, C bis E, F bis H. Schneidet da die Obertasten raus, die sind hier. Und dann kann man diese Blöcke von hinten durch drin reinschneiden. Dann hat man die einzelnen Tasten. So ist es eigentlich am besten. Da steht das Instrument nochmal so hochkant. Diesmal nur so auf zwei Böcken, das ist einigermaßen riskant. Also wenn jetzt jemand an den Bock rempelt, dann kracht alles runter. Ja. Ich glaube, da leimwässer ich die Innenkanten, Innenflächen der Zargen und der Profile auch nochmal. Ja, die Profile vor allem. Ja, wie gesagt, es steht etwas riskant. Aber ich arbeite ja ganz allein in der Werkstatt und dann passe ich halt auf für die kurze Zeit, wo es so kritisch steht. Und außerdem liebe ich auch manchmal ein bisschen das Risiko. Es ist auch nicht runtergefallen am Ende. So, Leimwasser ist drauf. Als nächstes kommt Shellack drauf. Das ist hier dieses Gurkenglas. So sieht das dann aus. Nur gerade eine dünne Shellackschicht, dass es nicht so schmutzig wird, wenn man es begrabbelt. So, jetzt sind auch schon die Seiten drauf. Hier sieht man nochmal schön den markanten Stegknick. Die Wirbel in einer langen geraden Reihe. Man sieht den parallelen Stippstock. Alles typische Features der neapolitanischen Cembalo-Baukunst. Diese Art der Dockenleistenhalterung, geschnitzte Klaviaturbacken, in einer Nut laufenden Klaviatur. Ja. Da werden die Obertasten die Kanten der Obertasten werden hier gebrochen. Genau, die waren im Grunde schon fertig. Die Flächen waren schon gehobelt. Da sieht man, die Kante wird nicht irgendwie vernudelt mit einem Schleifklotz, sondern die wird gebrochen, wie wir sagen. Das heißt, die wird akkurat hier über den Hobel gezogen und dadurch ihrer Schärfe genommen. Also, man will sich ja nicht schneiden. Und deswegen werden die Kanten und auch die Ecken minimal gebrochen.
Hier werden die Obertastenklötze aufgeleimt. Und hier die Tastenköpfe vorne, die Untertasten, verrundet. Das sollte dann einen schönen Viertelkreis ergeben hier. Die Pfeilarbeit, das wird dann mit Pfeilen gemacht. Grobe Valorbe würde ich empfehlen. Ja, wenn es so aussieht, ist es eigentlich schön. Hier sieht man auch nochmal den dicken Unterschied, ja. Das haben einige alte Meister auch gemacht. Vorne ein starkes Plättchen, dass man Material hat, um eine schöne Rundung hier zu erzeugen. Und hinten ein dünnes Plättchen, weil man da erstens eh sowieso nicht drauf spielt. Und zweitens, um Masse zu sparen. Die beiden tiefsten Obertasten sind ja gebrochen, wie gesagt. Wir haben ja eine kurze Bassoktave. Und durch die gebrochenen Obertasten haben wir wenigstens noch Fis und Gis trotzdem als Töne zur Verfügung. Und damit man diesen hinteren Teil drücken kann, muss man natürlich den Vorderteil hier ausnehmen. Da brauche ich ja Luft, dass ich den runterdrücken kann. Und das mache ich hier gerade mit dem Stecher, dann wird es hier so schräg runtergestochen. Kein Problem. Ah ja, hier im Hintergrund sehe ich gerade, das ist so ein ganz frühes Modell, auch mit dem hölzernen Handgriff hier, frühes Modell von Stanley 9,5. Hier wird hinten das Tuch aufgeleimt. Ja, das wird einfach ein langer Streifen geleimt und dann, wenn er festgeleimt ist, wird es hier durchgeschnitten, werden die Tasten wieder freigeschnitten. So, das ist genau richtig. Wenn ich vorne 2 Gramm drauflege, ist die Taste in der Waage. Das ist hier genau automatisch so. Ich brauche kein Blei einbohren. So wollen wir es haben. Wenn ich diese 2 Gramm hier wegnehme, dann fällt die Taste hinten gerade so schön leicht runter, wie wir es wollen. So, alle Tasten sind auf dem Rahmen und die Klaviatur wird gerade gelegt. Als Referenz dient mir diese ganz leichte Fichtenleiste, die minimal hohl gehobelt ist unten, sodass die Klaviatur in der Mitte eine leichte Wölbung nach oben hat, sozusagen. Das erreicht man hier durch das Einlegen dieser Papierscheibchen. So, das nochmal die Namensleiste, also die Namenswand, sollte ich sagen. Und diese Leiste hier unten war ein wenig zu lang und wird dann hier abgestochen mit dem Stecheisen. Da sieht man das Stück des Hirnholz. Das gibt es sozusagen ein Stückchen des Profils. Die Tasten werden noch mit Halböl eingelassen. Dann kommt einfach das schöne Gelb des Buchsbaums besser zum Tragen. Und auch das Schwarz des Ebenholzes wird noch schwärzer. Also, ja. Würde ich machen bei Holztasten, wo ich etwas Öl. Halböl heißt 50% Leinölfirnis und 50% Balsamterpentinöl. So, dass die Klaviatur fertiggestellt. Da ist noch, sehe ich übrigens gerade, rotes Tuch drunter. Das haben wir später gewechselt, weil es uns zu stark war. Später ist das schwarze Tuch drunter, ist natürlich ein unwichtiges Detail. So sieht es aus. Langsam nähern wir uns dem Ende.
Ansicht von oben. Draufsicht. Naja, Notenpult fehlt noch. Das wird hier angefangen. Das ist der Fortgang der Arbeit. Und da wird das Brett aufgeleimt, wo dann sich eigentlich die Noten abstützen. Die Form ist übrigens genau abgenommen von diesem Pult hier im Hintergrund, unscharf zu sehen. Das ist ein historisches Pult, auch aus Neapel zufällig, von einem Boccalari-Cembalo aus unserem Besitz. Und das diente mir hier als Vorlage. Da habe ich einfach hier drumherum gemalt. Also dieses Pult ist quasi 1:1, entspricht diesem historischen Cembalo-Pult. So, jetzt fehlt ja noch der Außenkasten. Da wird auch wieder eine Querleiste an die Vorderkante geleimt. An die Vorderkante des Unterbodens, ja. Das ist hier der Unterboden vom Außenkasten. Naja, zwischendurch ist das Pult fertig, auch mit Leder belegt. Und so stellt sich das dann alles dar. Sehr neckisch. Ziemlich flach und klein, aber gerade gut. Und dass das übrigens nach oben hin breiter wird und nicht schmaler, wie es manche erwartet, ja, ist gerade gut. Wenn ich hier so ein Blatt Papier auflege, das will sich ja an der oberen Ecke durchbiegen nach hinten. Und da wird es dann gestützt. Also es ist gut. So, die schönen Pergamentfronten von Elena Dal Cortivo gemacht, wie auch die Rosette. Pergament- und Holzfronten, sollte ich sagen. Ja, das ist Birkenholz und das ist Ziegenpergament. Das hier ist alles Ahorn. Da wird eine Zarge schon mal verleimt für den Außenkasten. Das sind drei MDF-Platten zusammengeschraubt, also zusammenfixiert. Die werden gleichzeitig auf die Form gebracht, die später als Form für das Laminieren der Hohlwand dienen soll. Hier werden die Zargen aufgetrennt, die Hohlwandzarge sozusagen. Die Hohlwand wird also in diesem Fall bei dem Außenkasten laminiert, das heißt aus drei Lagen zusammen verleimt, um eine absolute Steifheit zu erreichen. Das sind dann schon mal zwei Lagen hier. Hier wird die Form weitergebaut. Alles relativ rustikal mit Dachlatten und MDF-Platten gerade zusammengespackst und ein bisschen Leim dran. Aber die Form hier muss natürlich genau stimmen. Hier außen ist die entscheidende Form am Ende. Das ist immer noch der Formenbau. Oben kommt jetzt hier so eine geschlitzte MDF-Platte rauf. Das hat sich für mich als am besten erwiesen. Sehr gut für sowas. Dann habe ich nämlich eine wunderschön glatte Fläche hier. Die dann eine gute Leimung ermöglicht überhaupt. So, da bin ich schon beim Leimen. Da werden also drei Schichten verleimt. Hier nicht mit Warmleim, sondern mit Tide Pond Ultimate. Ultimate, oder wie sagt man? Ultimate. Ja, hatte im Vortrag
Vorteil, dass es eine lange offene Zeit hat, ja, dieser Leim. Also mit Heißleim möchte ich das nicht machen müssen. Hier kann man alles in Ruhe angeben und dann zusammenfügen und dann die Zwingen auf. Da sieht man Blick auf die ganzen Zulagen. Da muss eine Zulage dicht an dicht sitzen. Ja. Wir brauchen überall den Tut gleich ein bisschen Druck. Da sieht man es noch an meinem Schnitt. Hier nochmal gesamte. So, damit sich diese drei Lagen später nicht optisch absetzen durch den Lack hindurch, wird oben auf die Hohlwand dann noch eine Lindendickte geleimt, also eine Art dickes Furnier, damit es schön, ja, schön gleichmäßig ist, die Oberkante. Deckelstütze muss man auch zwischendurch hobeln. So, da haben wir jetzt die Hohlwand des Außenkastens, sieht man da. Kleine Kontrolle, sie folgt eigentlich wunderbar parallel der Krümmung der Hohlwand des Instruments. Das ist schon mal die erste Herausforderung beim Bau eines solchen Außenkastens. Da haben wir sie, da haben wir die besagte Lindendickte, die gleich oben raufkommt. Und es ist noch ein Abschnitt dieser Hohlwand. Die war ja erst ein bisschen zu breit. Das ist ein Abschnitt, der dient uns jetzt perfekt als Zulage, wenn ich dieses Furnier aufleime. Ich glaube, das sehen wir im nächsten Bild. Ja. Oben ist die Zulage. Ja. Sieht aus wie ein Stück, aber es ist Zulage und Sage. Und dazwischen, nee, besser gesagt unten. Unten ist diese Lindendickte. Und hier wird es mit der Zulage gepresst, damit ich mir die Zage nicht vermackle. Ja, kann man sehen? Ja, da kann man sehen, dass es zwei Teile sind. Der Überstand dieser Lindendickte wird beigehobelt. Und dann kann die Zage auch schon auf den Unterboden geleimt werden. Da wird die Ecke für die Schwanzwand angehobelt. Mit so einem Mitre Plane, auch ein historischer Hobel. Wird die Schwanzwand angeleimt. Entschuldigung. Ja, man muss einige Zulagen setzen, dass alles schön gerade bleibt und im Winkel bleibt hier. Das ist total wichtig, weil der Kasten ist innen nur 2 mm größer als das Instrument. Also ringsum das Instrument habe ich 2 mm Luft, so sollte ich sagen. Und wenn ich jetzt eine Zage irgendwie schief aufleime, dass sie oben nach innen geht, ja, hier, wenn es nach innen geht, dann kriege ich, wenn ich Pech habe, das Instrument nicht mehr rein. Also alles muss freitragend, ohne jede Stütze, trotzdem absolut im Winkel sein. Das ist im Grunde die Herausforderung bei so einem Kasten. Hier die Ecke, Hohlwand, kurze Wand. Da eine entsprechende Zulage, die mir diesen Winkel ausgleicht. Lange Wand wird auch angeleimt. Das sind alles Pappelwände übrigens. Hier die Situation an der Schwanzecke. Steht noch etwas über, die Pappelwand hier. Steht da etwas über und das wird dann später beigehobelt von Hand.
Hier wird die Ecke gesichert mit Holzdübeln. Die werden dann abgeschnitten und auch verputzt. Da wieder die spitze Ecke. Hier ist jetzt schön bündig gehobelt. Oben diese Lindendickte, die haben wir außen noch nicht verputzt. Das kann man hier mal mit einer Oberfräse machen. Zumindest das meiste. Und den letzten Rest dann mit einer Ziehklinge. Ja, so ein Ziehklinge sollte auch so richtige Spänchen erzeugen wie hier. Nicht Staub, sondern Späne. Dann kann man damit auch wunderbar arbeiten. Der Unterboden des Kastens wird bündig gefräst, sieht man hier. Der ist ja aus Tischlerplatte, also so eine Massivholz-Leimplatte, wenn man will, mit zwei Furnierdickten, damit der absolut formstabil bleibt. Das ist wirklich wichtig, weil sonst einfach irgendwann das Instrument nicht mehr reinpasst. Hier wird die untere Verstärkungsleiste vorne aufgeleimt. Hier die seitlichen Verstärkungsleisten. Und dann wieder Zierleisten. In dem Fall aber nur um die Unterkante rum. Hier wird die erste aufgeleimt. Die Zierleiste für die Hohlwand wird gebogen. Kurz mit Hitze vorgebogen und dann kann sie auch angeleimt werden. Nebenbei wird der Deckel verleimt. Der ist hier übrigens auch wieder aus Fichte mit stehenden Jahresringen, also sehr gute Qualität, bei der man erwarten kann, dass er schön gerade bleibt. Und das wollen wir ja. Das ist der Vorderdeckel. Kriegt hier zwei Querleisten angeleimt. Da sieht man eine, da sieht man die andere. Mit Nut und Feder, wie üblich. Da kommen jetzt diese Leisten an die Vorderverstärkungsleisten noch angeleimt, sodass ich hier richtig eine Nut habe, in die ich dann später die Deckelklappe einschieben kann, wie das so üblich ist bei den italienischen Außenkästen. Ja. Dann habe ich hier so eine Nut und dann kann man es zumachen. Da kriegt der Deckel seine Querleiste vorne. Hier werden die unteren Zierleisten bündig gehobelt. Ja, hier ganz in der Ecke, ich gehe nochmal zurück. Hier kann man ja schön hobeln, ringsrum, aber da, wo dann diese überkragenden Verstärkungsleisten kommen, kommen wir schlecht hin mit dem normalen Hobel. Dafür haben wir dann diesen wunderbaren Cabinet Makers Edge Plane, heißt der. Stanley Nummer 97, auch ein historisches Werkzeug, bei dem das Eisen, also die eigentliche Schneide, den vordersten Punkt des Hobels bildet. Mithin kann er bis in die Ecke hineinhobeln. Das sieht man hier auch. Chisel Plane wird er auch genannt. Chisel, also Stecheisenhobel, könnte man sagen. So, jetzt wird das Gestell, was ja schon lange fertig ist, aufgepasst auf den Kasten, also mit entsprechenden Bohrungen versehen, sodass am Ende die Dübel des Gestells dort hineinpassen. Der Deckel bekommt auch so überkragende Leisten. Das ist hier eine,
Die wird vorgebogen. Da werden die Deckelteile, die Flächen der Deckelteile gehobelt. Schöne dünne Späne. Ah, ist gut. Also wenn man durch die Späne hindurch eine Zeitung lesen kann, dann weiß man, dass sie dünn genug sind. Hier wird der Deckel angeschlagen, das erste Mal. Scharniere von David Law übrigens. Ich denke, der macht die besten Scharniere weltweit. Der Deckel wird angeschlagen, damit ich dann hier entlang der Außenkante des Kastens ihn anreißen kann. Ja? Mit etwas Überstand soll er ja die Zargen überkragen. Und dieser Überstand wird ermittelt, indem er schon mal an seinen Scharnieren sitzt, der Deckel. Dann wird der Deckel mit der Bandsäge ausgesägt und dann hier mit so einem Schiffshobel in Form gebracht. Das ist hier, also Circular Plane heißt es auf Englisch. Ist ja ein frühes Modell mit diesem seitlichen Einstellrad noch. Sehr neckisch, geht gut. Typ 1 ist es, wer sich da auskennt. Typ 1, Nummer 113. Hier ist ein späteres Modell. Hier werden jetzt die überkragenden genannten Leisten angeleimt. Da hinten das wird gerade geleimt. Man muss überall so Zackenleisten anbringen, weil halt sich die Leimfläche, ja, weil die hier halt so weggeht. Hinten beim Vorderdeckel wird auch gerade eine Leiste angeleimt. So. Das ist jetzt sieht man schon mal, dass das eigentlich schön parallel, dass die Form des Kastens schön parallel dem Instrument folgt. Sieht man hier. Dann freut man sich natürlich. Hier vorne, das ist übrigens, eine Zeichnung von einem Schmuckschränkchen, was ich nebenbei auch noch fürs Töchterchen machen musste. Spät abends. Ja, es war ja kurz vor Weihnachten und sowas muss man dann auch schon mal machen. Immerhin hat sie mir eine seriöse Zeichnung dafür gegeben. Ja. Weiter geht's mit den umlaufenden Leisten. Das kurze Stück wird geleimt und hinten an der Schwanzwand das Stück. Die werden dann wieder bündig gehobelt. Hier haben wir wieder den Blockplane mit Holzgriff. 1880 rum ist der. So, und jetzt kann so langsam das Instrument bekielt werden. Also die Springer werden eingebaut. Hier habe ich 5 Musterspringer, die mir dann die Länge sämtlicher Springer vorgeben. Ja, diese 5 werden erstmal eingepasst mit einem Kiel. Und dann wird die Höhe kontrolliert. Und das ist dann sozusagen die Richtschnur, an der sich alle anderen orientieren. Es ist eigentlich ganz gut, die Zeit, wo ich den Außenkasten gebaut habe, konnte sich das Instrument sozusagen berappeln, wie wir sagen. Das heißt, man möchte es ja nicht direkt nach dem Besaiten intonieren, weil sich es doch noch alles etwas hinzieht. Ja? Die Zargen sind 3,7 mm dünn, innen ist auch keine Riesenkonstruktion. Also alles ist halt dünnes Holz und gibt natürlich nach, wenn man da plötzlich ein paar hundert Kilo Zug drauf gibt. Deswegen lässt man es ein bisschen ruhen nach dem Besaiten, wenigstens 2 Wochen. Und dann
macht es eigentlich erst Sinn, genau die Länge der Kiele und so weiter zu schneiden. Weil dann das Seitenband in seiner Gänze halbwegs ruhig ist. So, da sind natürlich alle Springer drin. Wahrscheinlich ist auch schon alles intoniert, weiß ich jetzt nicht. So, weiter geht's mit dem Kasten. Hier hat er seine graue Kreidegrundierung erhalten. Hier wird er am Ende außenfarbig gefasst, deswegen brauchen wir eine Grundierung. Da kommt auch schon die Farbe drauf, das ist so ein Krabattblau. Ah ja, das ist eine Leimprobe, das ist Seide, echte, die ich hier auf ein Stück Holz geleimt habe, um, naja, als Versuch, wie krumm wird das Holz, wenn ich einseitig Seide draufleime. Das ist die angsteinflößende Frage. Es wird hier auch etwas krumm, aber es ist auch noch alles feucht vom Leim. Und am Ende ist es gerade. Das ist auch, der Leim hat ja den suggestiven Namen Planatol, so ein Buchbinderleim. Naja, er ist entwickelt mit dem Ziel, dass das Endprodukt plan bleibt. Und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich für den Deckel Fichte mit stehenden Jahresringen genommen habe, weil das eben dann ein Holz ist, was von sich aus schon mal gerade bleiben will, was nicht die Tendenz hat, hin und her zu eiern. Und das hat sich dann übrigens am Ende auch bewahrheitet. Aber man macht doch seine Versuche, weil man sicher gehen will, dass alles gut ist. Wir wollen ja nicht, dass der Deckel am Ende an den Kanten so aufschnabelt, sondern wir wollen, dass er schön ganzflächig auf allen Zagen des Kastens aufliegt und eben bleibt. So, die Farbe wird noch ganz leicht von Hand mit tausender Papier angeschliffen. Einfach, weil es noch kleine Flusen drauf sind, oder Haare vom Pinsel oder irgendwas ist manchmal noch. Und dann kommt erstmal ein Schellack drauf. Der ist hier drin. Und dann, dann noch der Endfirnis. Und dann wird der Deckel endgültig angeschraubt. So ist es jetzt schon fast fertig. Es fehlt noch die besagte Seide. Da ist nochmal das Muster, einfach als, dass man sich schon vorstellen kann, wie es mal wird. Hier in der Detailansicht, wie sich das dann für den Spieler darstellt. Und so sieht es geschlossen aus. Man sieht schon, dieses Blaugrün der Seide passt eigentlich sehr schön zu diesem Krabatt. Klaviatur nochmal rausgenommen, alles raus. Weil der Schnitzel vom Bekehlen rumliegen, Fusseln von den Dämpfern und so weiter und so fort. Wird immer alles ausgesaugt und so weiter und sauber gemacht. Die Klaviatur nochmal an den Führungsstellen graffitiert. Da und da. Dass alles geräuschlos und zufriedenstellend läuft. Übrigens, man sieht ja bei dieser Draufsicht auch, dass die D-Tasten im hinteren Ende breiter sind. Da ist D, da, da. Dass dieses Teil breiter ist als alle anderen Teile zwischen den Obertasten. Kann man sehen? Hier sieht man nochmal, dass der unterste Springer in die entgegengesetzte Richtung zupft wie alle anderen. Man kann sich vorstellen, welchen Effekt das hat. Sonst wäre diese letzte Basse hinter dem Springer.
Dann wäre sie hier sehr nah an der Wand. Und dann könnte ich fast nicht mehr eine schöne Schnecke an den Steg schnitzen. Oh, das ist... sorry. Das haben wir nur reingemogelt. Das ist unser Kater, Leopold. Eigentlich nur als Gag natürlich, damit der Algorithmus von YouTube denkt, das ist alles eigentlich ein Katzenvideo und dass dann dadurch entsprechend die Klicks in wahnsinnige Höhen steigen. So, mittlerweile ist dann die bemalte Seide angekommen. Snyder und Co. hat das gemacht in Rotterdam. Zwei Seidenmaler haben die von Hand bemalt. Und meine Aufgabe war es dann, die fertige Seide in das Format zu bringen, dieser Kante hier genau zu folgen und die dann aufzuleimen. Hier sieht man den Fortschritt der Arbeit. Da steht es noch etwas über. Da sind noch Fransen. Aber ist alles gut. So, das ist jetzt endgültig das fertige Instrument. Das war ein spannendes Projekt für mich. Und ich werde jetzt, dass wir auch noch einen Eindruck vom Klang bekommen, eine kleine Sarabande spielen. Das ist dann 17. Jahrhundert, aber passt auch gut auf das Instrument. Dabei wünsche ich dann noch viel Vergnügen und danke für die Aufmerksamkeit. Danke. Thank you.
Musik.